Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Female für Passion. Ich bin die Caro und heute will ich euch mal zeigen, was sich an unserem Produktionsvan so alles getan hat. Von außen ist die größte Veränderung wahrscheinlich dieses Gitter hier und mit der verbundenen Scheibe, die dahinter ist. Vom Werk aus hat die V-Klasse in dem Fenster der Schiebetür kein Schiebefenster. Das habe ich ausgetauscht oder besser gesagt austauschen lassen von jemandem, der weiß, was er tut. Dieses Fenster ist jetzt von Raimo, genauer gesagt von Carbest. Wie ihr seht, ist das Fenster ein bisschen getönt. Das hier vorne ist nicht foliert, im Gegensatz zu denen da hinten, die sind richtig dunkel. Und damit da keiner reingreifen kann oder damit die Hunde nicht rausspringen, habe ich mir dieses Gitter hier machen lassen. Das ist eine Maßanfertigung von der holländischen Firma Explore Glazing. Das heißt, das kann man so nicht kaufen. Und angebracht ist das Gitter hier hinter. Ist eine dünne Airline-Schiene, oben und unten. Die ist angeklebt, hier über die gesamte Länge. Beim Autofenster-Fachhandel habe ich die ankleben lassen. Die hält ziemlich fest, also ich würde da jetzt keinen Benzinkanister natürlich dranhängen, aber so ein leichtes Gitter hält die ohne Probleme. So, und dann ist das Gitter einfach mit 4 Schrauben an der Airline-Schiene befestigt und hier mit den Plastikpenöpeln überdeckt, damit es da keine scharfen Kanten gibt. Außerdem hat das Auto neue Felgen bekommen, auch neue Reifen, die alten waren abgefahren. Die Reifengröße ist 235/16R17. Wie ihr seht, ist hier aber relativ wenig Platz. Das heißt, man kann diese Reifengröße in Kombination mit den Felgen nur fahren mit einer Höherlegung. Unser Auto hat Höherlegungsfedern von Vansports drin. Die legen den Wagen 3 bis 3,5 cm höher. Das ist aber das absolute Minimum. Außerdem braucht man für diese Reifen-Felgen-Kombination muss man auch den Radkasten noch ein bisschen ausbeulen hier und da. Aber genaueres findet ihr im Gutachten von Delta 4x4. Zu Delta 4x4 gibt es auch ein Video bei uns auf dem Kanal. Was ich hier ganz gut fand, ist, die sieht so ein bisschen aus wie Bedlock, ist es aber nicht. Die gibt es auch in anderen Farben, die Schrauben. In Silber zum Beispiel ist der Standard. Man kann die abmachen und man könnte diesen Ring jetzt noch irgendwie andersfarbig lackieren. Oben auf dem Dach sind 2 Frontrunner Dachträger drauf. Wir haben hier vorne Lampen angebracht. Die Lampen hier vorne und die Lampen hinten haben mir die Jungs von Beyond Offroad dran gebaut. Das Kabel ist ursprünglich mal in einem Kabelkanal hier runtergeführt worden, aber aufgrund der Wölbung der Scheibe hat sich der gelöst. Jetzt ist es ein Provisorium, was aber schon ewig dran ist. Und zwar ist es einfach selbstverschweißendes Klebeband mit Magneten drin. Und die Magnete halten so gut, dass wenn ich das jetzt abmachen würde, ich wahrscheinlich das Klebeband kaputt reißen würde. Hier oben habe ich 2-mal die Eckhalter für die Wolfpacks, hier hinten die Maxtrax und da eine Box von Auer. Die habe ich permanent drauf, die ist schön flach, die stört nicht und man kann Kleinkram reinpacken. Ganz praktisch finde ich hier, dass die Schlösser schon integriert sind, sodass man nicht noch mit extra Vorhängeschlössern arbeiten muss. Wer mehr zu der Box wissen will, wir haben ein Video gemacht, generell zu Boxen. Da haben wir auch diese Box vorgestellt. Die Box ist jetzt ein paar Monate drauf, viel Regen, viel Sturm, alles gut. Auch die Frontrunner-Boxen, die normalerweise vorne sind, die Wolfpacks, halten fest. Ich habe immer 2, was ich ganz praktisch finde. Die kann man, wenn man irgendwo steht, abmachen und auch als Campingtisch verwenden, wenn man jetzt keinen anderen dabei hat. Zum Thema Campingtisch haben wir hier hinten das Schienensystem. Man kann den hier hinten reinschieben, den Campingtisch. Außerdem haben wir hier noch an der Seite die Schlaufen für einen Spaten oder ein Paddel zum Stand-up-Paddling. Ansonsten, das kennt ihr vielleicht aber schon aus dem alten Video, es ist hier verbaut ein Kotflügelschutz von Vansports.
außerdem auch von Vansports oder Hartmann Tuning hier unten ein Tree Slider und hier hinten ein Ladekantenschutz, den man auch vorne findet. Das ist alles seit Anbeginn an diesem Auto dran und hat sich auch wirklich bewährt. So, hier hinten drin haben wir einen Hund verbaut. Der Hund findet's doof. Im Auto selber habe ich eine Liegefläche reingebaut. Hier ist eine Matratze drunter, die ist dreiteilig, die kann man zusammenklappen, wenn man will. Die Fläche besteht aus drei von diesen Siebdruckplatten, sodass man das auch schnell wieder rausbauen kann, wenn man es braucht. Die Fläche ist 1,20 auf 1,80 groß. Das reicht erstmal aus. Und das hier ist einfach so ein Outdoor-Stoff, damit die Matratze ein bisschen geschützt ist. Hier drunter ist das Schubladensystem verbaut, eins. Also hier ist alle mögliche Kram drin. Hier sind zum Beispiel Lampen, Werkzeug. So, und hier drüber hat mir der liebe Micha geholfen, noch ein Schubladensystem zu bauen. Und zwar sind das hier Auerboxen. Die kann man relativ weit rausziehen. Das wäre mein Kochtisch. Und hier in der anderen Schublade ist ein Primus Campingkocher. Den hole ich dann da raus, stelle ihn hier drauf. Unten drunter in der Schublade ist das Gas. Das kann man hier alles aufbauen. Und dann kann man da stehen und schon überdacht sich was zum Abendessen brutzeln. Hier in der Kiste ist noch der Scotty-Grill drin. Wenn man Bock auf Grillen hat, das ist ein Gasgrill. Über den gibt es natürlich auch ein Video. Ja, Teller, Kleinkram, was man halt alles so braucht. Hier rechts ist ein Wasserkanister für Frischwasser. Und hier links ist noch eine Plane und auch Kleinkram einfach drin. Noch eine kleine Axt, ein Eiskratzer. Jetzt sind wir hier vorne angelangt. Hier habe ich eine Riffelblech-Gummimatte hingelegt. Die habe ich im Internet bestellt. Die ist super. Da fällt dann nicht der ganze Dreck hier in die Schienen rein, die die V-Klasse hat. Und man kann die leicht abschrubben. Trinknapf fällt gut. Oder wenn man mal mit nassen Schuhen hier reingeht oder so, dann ist es auch nicht so problematisch, sondern kann schnell trocknen. Hier nach vorne habe ich ein Netz. Das ist einfach ein Netz aus dem Internet. Ja, das ist eine suboptimale Lösung. Hier unten ist noch so ein Mollpanel. Es geht hier vor allem darum, dass man noch Sachen anbringen kann und die Hunde nicht nach vorne fliegen, wenn ich mal bremse. Aber das will ich auch noch austauschen, und zwar gegen ein Netz, was ich mir für hier unten habe auch maßfertigen lassen von der Firma Dr. Thiel. Die gibt es auch im Internet. Das ist super. Das ist auch ein Gurtnetz. Davon gibt es nämlich noch eins, und zwar dieses hier. Auch das habe ich mir anfertigen lassen. Und zwar ist es ein Gepäcknetz, was ich hier nochmal vorspannen kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie groß die Löcher sind. Daraus ergibt sich dann immer eine Länge. Die kann man auch anpassen, und man kann vor allem sagen, wie die Ecken beschaffen sein sollen. Ob man hier so einen Ring haben will, mit Karabiner zum Beispiel, ob der hier ist, ob der an der Seite ist. Oder hier zum Beispiel, hier ist ein Zurgurt dran, kann man das Netz gleich verzurren. Ja, und das werde ich mir auf jeden Fall auch noch für hier vorne machen lassen. Und auch gleich noch eins für den Jimny. Die sind nicht teuer. Und es passt einfach und es hält, was ja das Wichtigste ist bei Gepäcknetzen. Dieser Haken hier ist auch von Airline-Schienen. Also das ist ein Airline-Schienen. Kompatibler Haken. Das ist nicht der Mercedes-Benz Original, der passt hier aber rein. Das ist diese Vorrichtung für die Gepäcknetze. So, und hier unten kann ich das Netz dann mit dem Zurgurt festzurren. So, und dann ist es nochmal hier safe. Also generell ist es so, dass in diese Schienen, die hier unten in der V-Klasse drin sind,
Es gibt ja von Mercedes diese Halter und es gibt eben die Airline-Schienenhalter. Die Schienen sind nicht hundertprozentig kompatibel zu den Airline-Schienen, aber mit ein bisschen Gefrickel kriegt man auch die Airline-Schienen-Sachen hier rein. Allerdings würde ich, wenn man wirklich was hat, was richtig doll festhalten muss, immer auf die Mercedes-Sachen gehen. Das hier oben ist ja auch eine Airline-Schienenkomponente, also die hält ziemlich fest. Ich glaube ehrlich gesagt, ich kriege die nur nie wieder raus. Außerdem verbaut habe ich viele von diesen Klettstreifen, habe ich hier reingeklebt. Da kann man dann so Dinge wie diese Moll-Kletttaschen dranhängen, in die man Sachen reintun kann. Hier in dem Fall meine Taschenlampe. Auf der anderen Seite gibt es das auch noch mal. Hier unten unter dem Bett ist auch noch Platz. Hier passen Euroboxen rein. Hier passen die Wolfpacks von Frontrunner rein. Momentan ist hier mein Stativ, der Spaten, der normalerweise außen dran ist. Und hier hinten sind zwei Campingstühle. Außerdem, wenn es mal daran geht, hier im Auto zu schlafen, habe ich für alle Fenster hier hinten diese Matten. Die sind normalerweise auf der Seite silber. Hier habe ich auch diesen Stoff drüber genäht, weil das Silber durch die Scheiben von außen jetzt nicht ganz so schön aussieht. Außerdem ist hier überall Klett dran. Die waren ursprünglich, hat man die mit Saugnäpfen festgemacht, die haben aber nie gehalten. Das Klett hält jetzt besser, nur wenn es total heiß ist, im Sommer bei 40 Grad und die Sonne aufs Auto knallt, dann schmilzt der Kleber so ein bisschen. Die kann ich dann hier einfach dran kletten. Es ist alles schön dicht. Es kann keiner reingucken. Und die Kälte bleibt auch draußen. So, hier drinnen in der Mittelkonsole haben wir endlich ordentliche Handyhalter. Und zwar ist hier unten eine Schiene verbaut von RAM Mount, ebenso wie dieser Arm. Die dünnen Arme hier sind nicht von RAM Mount, das ist eine Firma, Small Rig heißen die. Das sind Arme, um Equipment an Kameras anzubringen, also eigentlich Film-Equipment-Arme. Die sind aber für den Zweck, fand ich die passender, weil die dünner sind. Und ich ehrlich gesagt die RAM-Mount-Arme, die da dran waren, für was anderes gebraucht habe. So, und hier oben ist die X-Grip-Halterung, auch nochmal an einem kleinen Arm. Die langen Arme und die kurzen Arme sind mit Adapterstücken verbunden. Zwischen den Sitzen ist eine Eurobox. Da ist nochmal Kram drin. Hier ist unser Corona Desinfektions- und Maskenpack. So, dann gibt es noch ein Teil. Das habe ich mir selber gebaut. Ich nenne es den Ausleger. Und zwar ist es einfach ein Rohr mit einem Loch drin, einer Schraube, einer M8er Mutter. Die kann ich hier oben im Dachträger reinschrauben. Bei der Fahrt kann ich die so nach hinten klappen. Wenn ich irgendwo stehe und ein Handtuch trocknen will oder eine nasse Jacke oder ähnliches, dann kann ich den einfach hier rausdrehen. Man kann auch so eine Außendusche oder ähnliches dran bauen. Eine Sache, die bei dem Auto leider nicht so einfach ist, ist eine Leiter. Also eine Leiter anzubringen, um an den Dachträger zu kommen. Hinten an der Heckklappe geht's nicht, weil ich mein Heckfenster separat öffnen kann und es beim Campen ziemlich schön ist, das aufzumachen. Mit einer Leiter würde ich diese Option verlieren. Deswegen habe ich mir hier so eine Schlinge genommen vom Klettern. Die kann ich hier oben an der Reling einfach festmachen und dann kann ich die Schlinge benutzen wie so eine kleine Trittstufe. Das funktioniert wunderbar. Das war's auch schon mit dem Update zu unserem Produktionsvan. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten findet ihr in der Videobeschreibung noch ein paar Links. Wir werden nächste Woche ein kleines Video noch veröffentlichen zur Montage der Lampen. Also schaut wieder rein. Bis dann!